Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Furki Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es wieder Taktiken, aber nicht irgendwelche Taktiken, nicht meine Taktiken, sondern ich zeige euch die Taktiken der allerbesten Spieler der Welt. Und zwar von den ganzen E-Sportlern und Profis. Ich werde mir jetzt 3, 4, 5 Taktiken rauspicken und werde euch zeigen, wer was spielt. Für jeden von euch wird bestimmt was dabei sein. Und das ist auch das Geile daran. Ich werde euch so ein bisschen zeigen. Jemand, der vielleicht gerne mal die FIFA 2 gespielt hat. Dann seht ihr einen E-Sportler, der FIFA 2 gezockt hat, bei dem es sehr gut funktioniert. Oder halt mit anderen Formationen genau das Gleiche. Falls ihr die FIFA 2-3-1 mögt, habt ihr eine sehr gute FIFA 2-3-1 Taktik. Ich denke, das wird euch helfen. Wie immer, jeden Tag Video, Like da lassen, Abo da lassen. Wir werden auf dem Kanal versuchen, euch besser zu machen. Und falls ihr darüber hinaus Interesse an Coaching oder Training habt, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Wir gehen direkt rein mit der ersten Taktik. Wir fangen mal vielleicht mit dem bekanntesten E-Sportler überhaupt an, und zwar die Taktik von Tex. Ich will nur mal vorweg sagen, das sind die Taktiken, die ich überwiegend analysiert habe, gesehen habe, weil vielen von denen natürlich die noch relativ geheim halten, aber man kann so ein bisschen aus dem Gameplay schon herausschließen, was die ungefähr spielen, und manchmal sieht man es ja auch ganz normal, wenn sie dann ins Teammanagement gehen oder so. Und bei Tex erstmal direkt als Formation, er spielt eine 4-4-2, mit ausgeglichenem Defensivstil, Breite auf 50, Tiefe auf 55, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerarbeitung, direkte Pässe, Breite 50, Spieler im Strafraum 6, Ecken und Freischüsse auf 2. Das ist eine sehr, sehr standardmäßige 4-4-2, ne? Also wir haben eine normale Breite, wir haben eine etwas normalere Tiefe, als man sonst denkt. Also oft spielt man ja irgendwie entweder über 60 oder wenn man sich sehr nach hinten fallen lässt, nach hinten. Er spielt sehr, sehr moderat. Und in der Aufstellung 4-4-2 ist dieses Jahr eben auch gut. Man muss was dazu sagen, die Fünferketten und Dreierketten wurden für E-Sport-Turniere gesperrt. Heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nur Viererketten sehen, weil EA selber realisiert hat, dass die Fünferkette, die ich vor 3 Tagen hochgeladen habe, viel zu OP ist. Die könnt ihr, by the way, auch abchecken. Für Weekend League und so könnt ihr sie ja benutzen, aber wir E-Sportler können sie halt bei den Turnieren nicht mehr benutzen. Und das ist auch mit Abstand die beste Taktik, die ich euch empfehlen kann. Die 5-2-2-1 unbedingt abchecken. Ich glaube, vor 3 Tagen kam das Video hier auf dem Kanal online. Jetzt aber noch zurück zu der Taktik von Tex. Ein 4-4-2, so sieht das Ganze aus. Relativ Standard. Und ja, hier achtet jetzt nicht auf die Spieler, hier, die hier stehen. Er hat im ZM2 Allrounder, 4 Offensive. Und auch da, Freunde, ganz wichtig, immer Linksfuß auf der linken Seite, Rechtsfuß auf der rechten Seite. Und wie gesagt, auf die Spieler nicht achten. Die Anweisungen bei ihm sind überhaupt nicht Standard. Also sehr komisch für eine 4-4-2. Er hat die beiden Stürmer auf Abwehr überlaufen. Die beiden Mittelfeldspieler auf hinten bleiben und Mitte abdecken, das ist normal. Aber bei den Stürmern, da macht man meistens defensive Verstärken. Er hat nur Abwehr überlaufen drin, hat auf den Außenmittelfeldspielern nur defensive Verstärken drin und auf den Außenverteidigern hinten bleiben bei Angriffen, wobei er manchmal den einen Außenverteidiger auf Standard stellt, den er gerne mal mitnehmen würde. Das ist also die Taktik, die aktuell Tex zockt. Falls ihr klarkommt mit der 4-4-2, dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren, ob euch das liegt. Es kann immer mal wieder sein, dass E-Sportler ihre Taktiken ändern, aber aktueller Stand sieht Tex-Taktik so hier aus. Die zweite Taktik, vielleicht der zweitbekannteste Spieler auf der Welt, und zwar Anders Wehrgang. Und ja, das Wunderkind, was viele Leute polarisiert. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er einer der krassesten Spieler aller Zeiten ist in diesem Spiel. Und ich glaube auch, dass er dieses Jahr das größte Potenzial hat, alles abzurasieren, weil eben das Spiel meiner Meinung nach ihm sehr gut liegen könnte. Und wir fangen mal da mit den Taktiken auch an. Auch Anders hält seine Taktiken relativ geheim, aber er hat jetzt mit Rivals angefangen on Stream. Und da ich auch schon ein bisschen weiß, wie Anders in den letzten Jahren gespielt hat, konnte man anhand seines Gameplays so ein bisschen darauf schließen, was er zockt. Er zockt nämlich auch die 4-4-2, aber ganz anders spielt er sie, als die Tex beispielsweise zockt. Er spielt ausgeglichen, Breite auf 50, Tiefe auf 60. Heißt, er steht schon mal einen Ticken höher. Die Breite ist dafür relativ Standard. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ausgeglichen, direkte Pässe und die Breite ist auf 60. Also ich glaube, bei der 4-4-2 eine relativ hohe Breite spielen ist so wirklich anders sein Ding, weil er oft im 1 gegen 1 sehr gut ist. Und je breiter die Mannschaft steht, desto mehr Räume gibt es für die einzelnen Spieler, um in gewisse Räume mit R1-Dribbling oder mit seinen beliebten Übersteigern reinzugehen. Er spielt seine Ecken sehr, sehr gerne kurz und geht danach mit dem Dribbling in den Strafraum rein. Deswegen sieht man auch da eher die Tendenz auf einen niedrigen Eckenwert.
Und Freistöße ist eigentlich immer relativ egal. Auch hier wieder wichtig bei ihm, Linksfuß immer links, Rechtsfuß immer rechts. Und ja, ansonsten wie immer beim 4-4-2 die zwei Allrounder im Mittelfeld. Auf den Außenverteidigern sieht es so aus, als würde er hinten bleiben bei Angriffen und Übergreifen spielen. Im Mittelfeld defensive Verstärkung und Mitte abdecken, genauso wie es Tex zockt. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Er zockt defensive Verstärken, in die Mitte ziehen, anbieten und für Flanken in den Strafraum. So sieht es aus, auf beiden Positionen, also rechtes Mittelfeld und linkes Mittelfeld. Das erkennt man vor allem, dass seine vier Spieler immer sehr eng in der Offensive nach vorne kommen, um dann eben aufzudrehen, Übersteiger zu machen, R1-Dribbling, alles Mögliche. Und das ist eben ein extremer Unterschied in Bezug auf das, was wir gerade bei Tex hatten. Weil man muss sich vorstellen, er spielt eine sehr breite Formation und die Spieler auf Außen ziehen sich aber nach innen und bieten sich an. Heißt, in den Halbräumen gibt es sehr viel Raum. Und das versucht anders zu nutzen. Ich finde diese Taktik sehr, sehr interessant und würde sie euch ans Herz legen, wenn ihr die 4-4-2 mögt, die mal auszuprobieren. Auf der Stürmerposition hat er nur zentral orientieren, weil er möchte die zwei Stürmer immer im Strafraum in diesen Spots haben und nicht, dass sie irgendwo hinlaufen. Die Taktik werde ich auch ausprobieren, weil sie sehr, sehr interessant aussieht. Und wie gesagt, meine eigene 5-2-2-1 kann ich bei E-Sports-Turnieren ja nicht mehr zocken. Daher sieht das hier für mich auch nach einer aus, die ich sehr gerne mal ausprobieren möchte. Falls ich aber eine sehr geile neue Taktik herausfinden sollte, dann werde ich sie natürlich auch für euch hochladen. Dritte Taktik ist die Taktik von Dullen Mike. An dieser Stelle, ich habe gegen Dullen schon sehr, sehr oft gespielt und auch schon gegen viele andere E-Sportler. Und ich persönlich finde, von den Leuten, gegen die ich gespielt habe, am besten vom Spielstil her und vom Skill her und so, fand ich Dullen am stärksten. Ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr eine sehr erfolgreiche Saison spielen wird. Ich habe natürlich gesehen durch die Spiele gegen mich, aber auch einfach in seinen eigenen Streams, dass er das 4-2-3-1 sehr, sehr gerne zockt. Eben das ganz normale mit 3 ZOMs. Die Taktiken sehen ungefähr so aus. Ich meine, es kann mal sein, dass er auf einer 55 zockt oder auf einer 60 oder vielleicht mal runtergeht auf eine 45. Das wird aber so im Großen und Ganzen keine Rolle spielen, auch für euch im Stile. Tiefe 50, Breite 50, das zockt er überwiegend ausgeglichen, direkte Pässe, Breite 50, Spieler im Strafraum 7, Ecken 3, Freistöße 3. Und dann haben wir in den Anweisungen, da wird es jetzt auch wieder ganz interessant, der Stürmer vorne bleiben, zentral orientieren, Abwehrüberlauf. Die 3 ZOMs bekommen defensive Verstärken. Zusätzlich bekommen die äußeren ZOMs nach außen ziehen. Das heißt, sie machen das Spiel nochmal ein bisschen breiter. Die mittleren ZOMs haben hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken und Passwege zustellen. Und die Außenverteidiger haben nur hinten bleiben. Diese Taktik, Freunde, das kann ich auch sagen, wird die Taktik sein, die ich jetzt als nächstes zocken werde, weil die hier vom Defensivstil her und so am ähnlichsten und auch von der Art und Weise, wie man nach vorne spielt, am ähnlichsten an meine Fünferkette auch rangekommen ist. Deswegen werde ich die hier sehr, sehr gerne auch mal selber ausprobieren, werde euch dann auch Feedback geben, wie ich es fand und werdet ihr auch in den Streams und so sehen. Aber sieht sehr, 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 sehr interessant aus und ich meine, Dullen ist auch damit erfolgreich aktuell. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Was halt auf jeden Fall sehr verwirrend ist, ist, dass hier der Stürmer überlaufen hat. Das sieht man nicht so oft an sich bei E-Sportler-Taktiken. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich das selber ausprobiere. Schreibt natürlich auch ihr immer gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr das Ganze mal ausprobiert habt und so, wie ihr das Ganze fandet. Das waren jetzt schon mal 3 Taktiken von sehr, sehr krassen Profis. Es wird jetzt eine 4. Taktik kommen, und zwar die Taktik von Umut letztes Jahr auf dieses Jahr konvertiert quasi, die ja alle E-Sportler eigentlich gespielt haben, unter anderem auch ich, die ich richtig, richtig krass fand, und die funktioniert auch dieses Jahr sehr, sehr gut. Das ist jetzt quasi ein kleiner Vorausblick, wie vielleicht Umut spielen könnte, weil Umuts Taktiken habe ich nicht. Ich kann da jetzt nur predikten, weil er halt eigentlich überwiegend nur Draft gezockt hat on Stream und so, und da ist das Ganze so. Wir nehmen jetzt einfach mal vom letzten Jahr die Taktik. Da hatte man ausgeglichen Defensivstil, Breite 45, Tiefe 71. Das ist sehr, sehr hoch. Also wirklich sehr, sehr hoch. Damit presst man extrem. Ausgeglichen direkte Pässe, Breite auf 30, Spieler im Strafraum 6, Ecken auf 3, kann man runtersetzen auf 1, Freischüsse auf 1. Und jetzt ganz wichtig, Freunde, die 4-3-2-1-Formation, die ihr kennt. Und die funktioniert so, dass es in der Abwehr ein 4-4-2 wird. Durch diese Anweisung nämlich. Der Stürmer hat gar nichts. Bei mir in dem Fall hat der linke Stürmer zentral orientieren, der rechte Stürmer defensive verstärken. Das bedeutet, in der Offensive spielt man genau diese Formation. In der Abwehr kommt Dembélé nach hinten. Der rechte ZM wird quasi der rechte ZM im 4-4-2. Der mittlere ZM wird der linke ZM im 4-4-2. Und der linke ZM wird der linkes Mittelfeld im 4-4-2. Heißt, hier müsst ihr dann gucken, welche Spieler ihr dementsprechend spielen lasst. Also ihr könnt auch die Reihenfolge quasi drehen. Wenn ihr hier jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Spieler habt, den ihr nach hinten ziehen wollt und stattdessen dann
den rechten Stürmer nach vorne wollt, dann müsst ihr es quasi spiegelverkehrt machen. Hier ist es jetzt so, Marquisio orientiert sich nach vorne, Dembélé kommt zurück, ist quasi dann RM, Theo wäre dann in dem Fall mein rechter ZM, weil Werde mein linker ZM und Vinicius mein linkes Mittelfeld. Achtet wie gesagt nicht auf die Spielerfreunde, weil die sind jetzt eh kreuz und wild, weil ich werde auch kein Tomori Linksverteidiger spielen, ist klar. Ist nur als Beispiel für euch. Und hier müsst ihr darauf achten, der rechte ZM hat dann Mitte abdecken, mittlerer hat hinten bleiben und Mitte abdecken und der linke hat gar nichts. Ne, also am besten, damit ihr gar keine Fehler macht, übernimmt es einfach genau so. Wichtig ist dann, dass euer linker ZM, wenn ihr es jetzt genau so spielt, ein Offensivspieler ist. Und die anderen beiden, also der mittlere und rechte ZM, sollten dann Allrounder sein, weil die ja dann im 4-4-2 die mittleren zwei Sechser machen. Ne, also die müssen auch verteidigen können. Ansonsten könnt ihr dann hier mit vier Offensiven spielen. Am besten mal Rechtsfuß rechts, Linksfuß links, ihr wisst. Und dann die Außenverteidiger einfach den Spieler, den ihr mitnehmen wollt, nur übergreifend. Der hinten bleiben soll, hinten bleiben und übergreifend. Das ist die Taktik quasi von Umut vom letzten Jahr gewesen und die funktioniert auch dieses Jahr. Ich habe sie am Anfang gespielt, die funktioniert dieses Jahr auch ganz gut. Könnt ihr ausprobieren, vielleicht liegt sie euch. Ist eine relativ enge Formation, also da ist nicht wie bei der Fünferkette, dass ihr sehr viel auf der Breite spielen könnt. Probiert es aus, wird bestimmt auch für den einen oder anderen eine Hilfe sein. Das wäre es dann mit den Taktiken nochmal gewesen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt, wenn euch auch dieser Content gefällt. Ich habe vor, in Zukunft auch öfter mal so E-Sports-Content mit reinzunehmen in meine Videos. Also ich meine die Taktiken von den E-Sportlern, vielleicht besondere Ereignisse im E-Sport. Es kommt jetzt die FC Pro Open Ladder, vielleicht kann man dazu was machen. Highlights von irgendwelchen Spielen kommentieren, Sachen analysieren. Lasst gerne ein Like da für dieses Taktiken-Video, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo da, wenn ihr auf dem Kanal noch mehr Tipps und so weiter haben wollt. Tipps, Tricks, alles Mögliche. Und ja, ansonsten checkt die letzten Videos ab, wenn ihr sie verpasst habt. Da waren sehr hilfreiche Sachen auch dabei. Und euer Feedback ist auch so, so geil, Freunde. Es freut mich, dass das so gut bei euch alles ankommt. Und ich werde mir Mühe geben, euch weiterzuhelfen. Ich bin raus. Haut rein. Ciao, ciao.